Baby, be proactive. She looking so attractive. Dress with the backless. We can make it happen. You could be the captain. I'll take you to the cabin. Penthouse mansion. Und damit, hallo Leute und was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und heute zeige ich euch mal einen Unlimited RP Glitch. Der ist wirklich super easy. Ihr könnt eigentlich an dem nichts falsch machen. Und ja, was braucht ihr alles für den Glitch? Ihr braucht einmal die Peyote-Pflanzen. Bitte beachtet bei den Peyote-Pflanzen, dass es die nur zu speziellen Events gibt. Dass es die nicht das ganze Jahr über gibt. Jetzt gerade gibt es die halt wegen dem Halloween-Event. Also wenn ihr jetzt euren Charakter leveln wollt, dann macht das jetzt noch während dem Halloween-Event. Weil danach werden die höchstwahrscheinlich wieder entfernt. Und irgendwann erst wieder zu Weihnachten, also zum nächsten Weihnachtsevent dann heute dieses Jahr, erst wieder kommen. So, was braucht ihr noch? Als nächstes braucht ihr einfach nur noch einen Freund. Der muss aber nicht viel machen, der muss gleich einfach nur in einen Job rein. Ja, sonst muss der nichts machen, also der muss einfach nur in einen Job reingehen und kann dann AFK gehen, während ihr den Glitch macht, was auch immer. So, dann würde ich sagen, fangen wir auch einfach an mit dem Glitch. Als erstes geht euer Freund einfach mal unter Online, unter Jobs, Jobspielen von Rockstar erstellt, unter Missionen in den Job für einen Titan. Ihr als der die RP bekommen will, bleibt hier einfach ganz normal stehen und wartet einfach, bis der Freund euch Bescheid gibt, dass er im Job ist. Bei mir kann jetzt Darkmoos mir schlecht Bescheid geben, weil er jetzt kein Ding angeschlossen hat. Aber ich sehe schon, er schickt mir einfach gerade hier eine Job-Einladung. Das weiß ich, so weiß ich, ja. Er ist im Job drinne. So, auf jeden Fall, ihr macht das jetzt so. Ihr geht jetzt einfach mal auf von eurem Freund auf das Profil. Geht dann auf diese GTA-Sitzung. Bleibt dann einfach mit dem Cursor auf Beitreten dort. Drückt dann einmal die Doppel-PS-Taste, um wieder im Spiel zu sein. Und wenn ihr dann wieder im Spiel seid, drückt ihr nochmal die Doppel-PS-Taste und dann sollte sich wieder dieser Beitreten-Screen öffnen. Ich zeige euch jetzt einfach mal ganz kurz einen Screenshot davon. So, wenn ihr das dann so gemacht habt, wie jetzt in den Screenshots eben gezeigt, stellt euch einfach mal zu der Peyote-Pflanze hin und macht es jetzt gleich so. Drückt jetzt gleich die Doppel-Playstation, also erstmal esst ihr die Peyote-Pflanze und wenn ihr in dieser Animation ist, wo ihr die Peyote-Pflanze sich in den Mund steckt, drückt ihr einfach die Doppel-PS-Taste, geht einmal auf Beitreten und wartet einmal, bis ihr in dem Job drin seid. So, ich mache das jetzt einmal, ich drücke jetzt Pfeil rechts, um den Peyote-Pflanze zu essen, dann Job beitreten, alle Meldungen annehmen, die kommen und dann werdet ihr jetzt in den Job reingezogen. Das kann ab und zu mal ein paar Sekunden dauern und wenn ihr dann da runtergezogen werdet, solltet ihr auch den Screen gleich so ein bisschen komisch flackern sehen, wie jetzt bei mir hier. Und wenn das so war, habt ihr es eigentlich geschafft. So, jetzt verlasst ihr einfach den Job und jetzt solltet ihr oben sehen, hier, dass ihr die RP gut geschrieben bekommt. Wenn das so ist, wartet ihr einfach, bis ihr aus dem Job wieder draußen seid. Und jetzt müsst ihr einfach nur noch ein paar Sekunden kurz warten, bis die Peyote-Pflanze wieder nachgespawnt ist. Und dann macht ihr das gleiche wieder. Hier ist die Peyote-Pflanze, Doppel-PS-Taste, beitreten, geht wieder in den Job rein, wartet, bis es geladen hat. Und dann könnt ihr den wieder verlassen. Und das könnt ihr jetzt die ganze Zeit so machen, bis ihr halt euer gewünschtes Level erreicht habt. So, das war es auch schon mit dem Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr Fragen habt zu dem Video, schreibt es unten in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable.